Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3. 3 natürlich nicht, 4 Mann, die Beta. Die mittlerweile eine Open Beta ist, alter Vater. Oh, einfach mal reinhalten. Und ich bin gerade echt froh, dass ich das Spiel überhaupt zum Laufen gekriegt habe, weil ich hatte durch. Aua. Durch Frap solche Frame-Einbrüche, dass es nicht spielbar war. Aber jetzt habe ich einfach ein USB 3.0 reingesteckt, die Festplatte, die externe. Und sieh mal an, 30 FPS, das war schon mal ganz geil. Und ich freue mich wirklich, dass ich jetzt Battlefield aufnehmen kann. Auf Ultra. Also nicht alles auf Ultra, aber... Oder High ist es, glaube ich, sogar eingestellt. Also jetzt tuben wir mal ein bisschen. Muss aber auch sagen, weil ich jetzt hier gerade die Tube in der Hand habe, das ist nicht zu vergleichen mit COD. Also nicht, dass da wieder welche sagen, Tuber oder so ein Scheiß. Das ist ja viel schwieriger. Ihr habt gerade gesehen, ich habe gar nichts getroffen. Und die macht doch nicht so viel Schaden. Aber ist eigentlich eine ganz coole Waffe, wenn man mal schauen will, wo der Gegner eigentlich genau ist. Weil da... Moment. Pick up. So, jetzt haben wir so eine Special-Waffe. Die liegt ja ab und zu in Maps, liegen so Special-Waffen rum. Alter, das ist eine geile... Ah, oh, jetzt sag ich schon, das ist ein Gegner. Da liegen so Special-Waffen rum, wahrscheinlich nur in der Beta, damit die halt testen, ob die overpowered sind oder nicht. Also da liegt zum Beispiel auch dieser sechsschüssige... Was laber ich? Dieser sechsläufige Granatwerfer rum. Moment, hier ist doch ein Gegner. Den kann man ja auch aufheben, den es wohl nur in der Kampagne gibt bisher, aber vielleicht tun sie es auch im Multiplayer rein. So, ich wollte ja mal zeigen... Ah, da gehen sie schon zu, die Tore. Ich wollte nämlich mal zeigen, hat Amaru, ein sehr treuer Fan... Oder beziehungsweise Zuschauer, ich will Fan nicht sagen, weil Fan klingt irgendwie, ja, keine Ahnung, ich bin Fan von einem Let's Player, ist eigentlich Schwachsinn. Deswegen warte ich hier gerade, weil, wenn man auf diese Autos hier schießt, dann fährt das Gitter runter. Genau, da fährt das... Scheiße. Da fährt das Gitter runter und ist dann sozusagen geschützt. Man kriegt es dann hier so wie hier nur mit Granaten auf oder sonstiges. Wie sie mir vor die Flinte laufen. Oh mein Gott, ist der... Alter, hat der den weggeballert, ey. Schade. Boah, ist das Sniper-Gewehr overpowered, ey. Müssen sie ein bisschen abschwächen von der Schussfrequenz oder so. Aber es macht geil, es macht Aua! Shit, okay. Aber macht Spaß. Der Scharfschützengewehr gerade war richtig geil. Die werden dann immer so angezeigt, die Waffen, die hier so rumfliegen. Mit so... Alter. Mit so Waffensymbolen. Wie er sich erst, ach ja. Und es gibt hier alle möglichen Neuheiten in Battlefield 4, die mir jetzt vorhin, ja, gibt absolut Sinn, aufgefallen sind. Wir haben zum Beispiel, hier, das hier ist ja die dynamische Map, die habe ich ja schon mal ein bisschen gezeigt, dass man hier diese, ja, diese, dass sie kaputt machen kann, dann hier hochlaufen kann, von oben richtig schön ballern kann oder snipern, was auch immer. Aber es gibt auch viele Interaktionsmöglichkeiten. Boah, ich habe heute echt irgendwie... Zum Beispiel hier im Container. War es hier anfangs so, Granate rein, alles in die Luft. Aber jetzt kann man den zumachen, indem man E drückt oder wieder aufmachen. Kann der Gegner natürlich auch, aber ich finde das hammergeil. Also das ist eine schöne Neuerung. Außerdem lassen sich durch Buttons auf dieser Map nicht jetzt... Aua. Aua. Nicht jetzt hier auf Domination. Wir spielen nämlich gerade Domination. Kann man auf Conquest Large... an dieser Brücke Panzersperren hochfahren lassen, sodass die Panzer nicht mehr drüber kommen. Die können, kannst du auch nicht kaputt machen. Da kommt man einfach nicht mehr drüber. Dann, nächstes Gimmick. Ja, ja, you have been promoted, Junge. Rang 2. Mit V kann ich das Visier wechseln. Aua. Aua, duck dich. Nee, nicht mit V. Mit V kann ich die Munitionsart wechseln. Beim Snipergewehr die Distanz, auf das das Gewehr eingestellt werden soll. Das heißt, ich kann beim Scharfschützengewehr, das werde ich noch zeigen, kann ich zum Beispiel 1000 Meter einstellen und dann zielt der automatisch drüber. Also man zielt halt auf den Gegner und trifft ihn, muss gar nicht jetzt hier die Höhe justieren. Das ist eigentlich echt geil, weil es in echt auch so abläuft. Also in der Realität, Gott, da ist man ja eigentlich zu zweit im Team. Das haben sie jetzt so geregelt, dass man... Ach, ich zeig das dann, wenn ich Scharfschütze bin. Was der so...
alles für Neuigkeiten hat. Shit. Er sieht, das Tube ist ultra schwer. Ich habe den sogar getroffen, aber es macht nicht viel Schaden. Genau, was ich zeigen wollte, mit T kann ich... Moment, ich schaue aus dem Gebüsch hier raus. Mit T kann ich das Visier wechseln und hochklappen. Das heißt, jetzt habe ich ein Visier, das ein bisschen mehr Zoom hat. Beziehungsweise ist das irgendwie dasselbe. Nee, ist, glaube ich, ein bisschen mehr... Nee, ist genau dasselbe. Naja, auf jeden Fall könnte man jetzt ein anderes Visier einstellen und dann eben zum Beispiel einen 8-fach-Zoomer oder einen 12-fach-Zoom auf ein Scharfschützengewehr draufpacken. Da hat man was für nahe Distanzen. Oh Gott, ist das ein Bobby. Oh Gott. Das ist aber echt ein bisschen näher, ne? Und dann... Oh! Gott. Oh Gott. Ah, nein. Nein, wir sind noch 14-7, Alter. Dass ich sowas noch erleben darf. Das liegt nur an meiner guten Stimmung gerade. Oh, jetzt haben wir auch verloren. Leider, die Chinesen haben verloren. Oh ja, oh ja. Ja, das war's auch schon wieder. Domination 300 Tickets, Total Time 10 Minuten, super gut. Für eine Folge, aber ich glaube, ich habe nicht vom Beginn an gespielt. Naja. Was haben wir jetzt bekommen? Unsere dicken Points. Als Supporter. Ich spiele jetzt gerade alle Klassen. Normalerweise spiele ich ja nur Medic. Aber da es ja nicht so viele Waffen zum Freischalten gibt und so, bleibe ich jetzt erstmal bei allen so im Wechsel so durch. Ja, ich würde sagen, vierter Platz ist nicht schlecht. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wo ich dann ein bisschen hier den Reckon, den Sniper aus mir raushole und richtig versagen werde. Also freut euch drauf. Bis dahin. Ciao.